Hi, mein Name ist Philipp Herold. Ich bin Autor, Slam-Poet und Moderator. 2009 bin ich das erste Mal hier in Karlsruhe beim Poetry Slam im Co hier aufgetreten. Seit 2013 moderiere ich den Dead and Alive Poetry Slam im Staatstheater. Letztes Jahr bin ich bei das Fest aufgetreten und heute freue ich mich sehr, der Einladung der Literarischen Gesellschaft gefolgt zu sein, hier bei den Literaturclips zu lesen. Vielen Dank für die Einladung. Und nicht vergessen, am 4.10. zur Eröffnung der Literaturtage ins Staatstheater zum Dead and Alive Slam. Ich möchte aus meinem Album Alles zu seiner Zeit vorlesen, das im Herbst 2018 erschienen ist und deswegen ein Album ist, weil die Bühnenstücke, die ich hierin versammelt habe, nicht nur nachgelesen, sondern auch nachgehört werden können. Ich möchte beginnen mit einem kurzen Gedicht daraus. Es trifft nicht alles ins Schwarze, manches verfehlt den Applaus. Es passt nicht alles in Schubladen, manches fällt einfach heraus. Es ist nicht alles erreichbar, manches soll einfach nicht sein. Es ist nicht alles vergleichbar, manches steht für sich allein. Und daran anschließend möchte ich den folgenden Text, der da den Titel trägt, das Spiel. Denn ich habe mich lange gefragt, wie andere ihren Spaß finden an Miniatureisenbahnen, Quantenphysik oder dem Voltigieren. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, der eine spielt herum beim Malen und die andere beim Sport. Der nächste wiederum mit Zahlen und eben mancher mit dem Wort. Ich spiele gerne mit Buchstaben, Metaphern und Reimfetzen. Will sie nun mal liebend gern in meinen Texten einsetzen, achte auf die Wortwahl und betone, weil ich beim Rappen, manche behaupten sogar, die mündliche Note gleicht eins setzen und andere wiederum können es nicht wirklich einschätzen. Doch für mich liegt Ausdruck, Stärke und Poesie versteckt in ein paar kleinen Sätzen und wenn ich Worte einwechsle für das, was raus muss, dann bringe ich wie im Copyshop Gedanken zum Ausdruck. Und aus Druck, den ich mir selbst mache, werden Texte Spiegelbilder meiner selbst und der Gesellschaft. Doch worum es dabei wirklich geht, ist erstens die ewig bewegliche Metrik. In Sätzen, auf Seiten, weise Reihen, weise Zeilen, kleine Zeichen, feine Reime zeigen, reisen Meilensteine vom freien Schreiben. Ich meine, Kleinkinder spielen mit Lego oder Playmo und ich lieber mit Textbausteinen. Während andere Geschichten vom Gestern vergessen, will ich welche im Hier und Jetzt aufschreiben und auch ohne Punkt, Komma, Strich setze ich Zeichen, wenn ich Bilderbuchbände mit Stiften in Sätzen zeichne. Denn Poesie, die beschert Buchstabenbilder, die dann nicht jahrelang in irgendwelchen Schubladen wildern und feuchte Gebiete oder Blutlachen schildern, nein. Oft da sitzen wir nächtelang am Schreibtisch, kritzeln kryptisch, viel zu durchdachte Zeilen in Kleinschrift, Texten wie besessen, fesseln große Ziele aufs Blatt, weil Leben, Lieben, Lyrik nur mal Poesie ausmacht. Hier können Alliterationen anschmiegsam aneinander gekoppelt sein und Zeilen sich geschmeidig vereinen zum Doppelreim. Denn Poesie, die macht uns manchmal mucksmäuschenstill oder eben manchmal auch fuchsteufelswild. Doch worum es dabei wirklich geht, ist erstens die ewig bewegliche Metrik und zweitens die Physik und Mystik der Lyrik. Denn manchmal spielt es wie Musik bist, es mir beliebt ist, mich wie ein Beat trifft, der mehr so deep bist, etwas Vertieftes in einer Welt voller Yin und Yang, Euphrat und Tigris, wie Worte wirken, kann man sich nur im Kopf ausmalen. Und doch besteht Fantasie heutzutage viel zu oft aus Zahlen. 1001110010101001. Manche spielen in oder an Computern rum. Ich will in Worten mein eigenes Netz ausbreiten. Während andere Geschichten von gestern vergessen, achte ich beim Reimen auf metrische Restlaufzeiten und auch ohne Punkt, Komma, Strich setze ich Zeichen, wenn ich Bilderbuchbände mit Stiften in Sätzen zeichne. Denn Poesie, die verleiht Worten Flügel, in die sie mystisch schlüpfen, sich dann schwebend auf Wege begeben, in Lyrik lüften und da oben erwecke ich dann meine müden Blicke. Verleihe meinen Füßen Tritte, durchwandere Wortwelten wie ein Wiesenmeer, aus dem ich Blüten pflücke. Mal ehrlich, wer weiß schon, was morgen bleibt. Heute wohl nur das Jetzt und Hier, und das ist dann eben Gedankengut ausführlich extrahiert auf meinem Textpapier. Bis mir immer wieder klar wird, was für mich wirklich zählt. Und das ist Menschen mit Worten bewegen.
Und ihr sollt jetzt nicht aufstehen, rausgehen, euch an andere Orte begeben. Nein, weil ich sehe, wie man damit spielen kann, will ich Ohren beleben und Gedanken anregen, bisschen Köpfen, Zahnräder drehen und Schranken anheben, sich Fantasiewelten bilden und Sinne tanzen im Regen des Redens. Denn um folgende drei Punkte geht es. Erstens, die ewig bewegliche Metrik. Zweitens, die Physik und Mystik der Lyrik. Und drittens, das Wo und Wie, das So wie nie der Poesie. Und wenn dieses Gedicht dann gleich vorbei ist, dann denkt sich der eine oder die andere von euch vielleicht, ja, schöner Text, aber Aussage hat er jetzt nicht wirklich viel. Dann würde ich wohl entgegnen, ist ja auch Poesie, eben nur ein Spiel. Und beschließen möchte ich gerne mit dem ersten Gedicht aus meinem Album, das da heißt Elementarzeichen. Wenn sich im großen Periodensystem ein paar Einzelne so gut verstehen, dass sie sich annähern und probieren, miteinander zu fusionieren, bis Moleküle sich verbinden und Strukturen neu erfinden, die sich an Enden zärtlich fassen, bis sie ineinander passen, um sich zu vereinen wie noch nie. Dann stimmt die Chemie. Vielen Dank fürs Zuhören.